Bab, bab, bab. Hatte ich euch schon? Du hast einen Firo-Riesenkäfer gefangen. Wird der Panzer dieses Insekts poliert, gewinnt es an Stärke. Es zählt zu den kräftigsten aller Insekten. Nee, den hatte ich noch gar nicht, oder? Was aber daran liegt, dass ich, als ich in Firon hier unterwegs war, das Schmetterlingsnetz noch nicht hatte. Okay. Das ist cool. Also, wäre zumindest cool. Wenn jetzt auch vor allem nicht meine Katze mal wieder vor dem Fernseher entlanglaufen würde. Es ist so toll, ja. Moment. Ich muss jetzt ganz kurz mal auf Start drücken. Dann muss ich kurz aufstehen. Mein Kater denkt, ich mache jetzt irgendetwas für ihn. Springt herunter. Ich setze mich wieder in meinen Sessel. Mein Kater guckt mich komisch an und damit ist die Sache erledigt. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Bardo hinterher. Und gehen tatsächlich zu dieser komischen Frau. Also zu der Alten, der wir ja vor Urzeiten mal begegnet waren. Es ist in der Tat sehr, sehr lange her. Halt, Moment. Ach genau, da oben waren ja... Ah, Bienenkorb und so. Wenn ich da jetzt aber einfach eine Schleuder... Also... Da war doch irgendwas, oder? Moment. Nee. Vögel? Nee. Kerne? Nee. Ach so. Nee, das war nur so ein normaler, mehr oder weniger Itembehälter. Hier gibt es noch richtige Bienenkörbe, ne? Ich glaube. Ich glaube, da war irgendwas. Und die unterscheiden sich auch irgendwie. Was ist das hier? Irgendwelche Steine? Okay, gut. Hoch. Erkunden wir noch ein bisschen Badonien. Ganz offensichtlich, denn dieses Land heißt ja jetzt so. Badonien. Ein malerischer Ort. Oh ja. Und hier in Badonien werden Bardo und Zelda noch ganz glücklich werden. Und sie werden ganz viele tolle Bardo-Kinder machen und so. Oh ja. In seiner Fantasie malte sich das zumindest aus. Hä? Was soll das denn heißen? Na los, sag das nochmal! Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum sollte ich sonst hier sein, hä? Wer soll dir denn sonst helfen? Hallo, Bardo! Das hätte ich mir denken können. Du wieder. Natürlich kannst nur du allein Zelda retten. Ja klar. Hering. Lächerlich. Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Hering, hast du Zelda gefunden? Und sie hast du also auch, hast du, Schnirsner. Und sie hast du also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat, du musst dir ihre Kraft zunutze machen. Ach so. Also, Hering, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Nö, kann ich ja nicht. Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Toll. Ja, in Musik hatte ich immer eine 5. Nein, ja. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Drücke zuerst das digitale Steuerkreuz nach oben, ach so, um die Lyra in die Hand zu nehmen, und dann A, um die richtige Haltung einzunehmen. Drücke, zeige mit der Wii-Fernbedienung nach vorne, A spielen. Halte A gedrückt und bewege in großzügigen Bewegungen nach links und rechts. Aha! Oh, das ist cool. Wow. Achte auf deinem einen Haarschmuck und spiele langsamer. Ach so. Sehr schön gespielt. Wow. Konzentration, nur weil ich die Wii-Fernbedienung bewege, ist der Wahnsinn. Machen wir weiter. Okay. Versuche jetzt im selben Rhythmus wie der Lichtkreis zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Dieses Lied wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Lichtkreis. Halte A gedrückt und bewege Achtung auf den Lichtkreis und spiele etwas schneller. Bum, wum, wum, wum. Ja, gut, okay. Das ist jetzt wirklich, wenn man sich drauf konzentrieren soll, so ungefähr. Man muss es im Takt machen. Das ist. Also, ich finde die Lyra-Steuerung gerade, auch wenn ich es absolut mal so gar nicht kann, ich finde es gerade extrem cool. Wow. Es hat wirklich irgendwie was Intuitives. Auch wenn ich natürlich nichts anderes mache jetzt als. So, jetzt versuchen wir es mal. Da.
Ach so, spiel etwas schneller, spiel etwas langsamer, schneller. Oh, was denn? Ich find's cool, wirklich, aber ich muss jetzt erstmal irgendwie reinkommen. Moment. Normalerweise ist mein Rhythmusgefühl bei solchen Sachen nicht so schlecht. Würde ich von mir selber sagen wollen, ja. Aber irgendwie, es klappt gerade nicht so, wie ich will. Ba da 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 da. Was für eine formvollendete Perfektion muss man das denn machen? Langsamer, schneller, langsamer. Es ist so toll, wie ich das mal absolut gar nicht hinbekomme. Ach so, cool. Ich muss alle Lichter hier anmachen. Ja, ja. Oh, das kann dann ja nur eine halbe Stunde dauern. Och Gott. Ah, mir tut mein Arm schon weh. Nein. Aber wie gesagt, ich finde die Idee cool. Was man mit der Bewegungssteuerung jetzt tatsächlich so machen kann. Und davon abgesehen, da das Ganze hier jetzt tatsächlich ein bisschen länger zu dauern scheint, will ich an der Stelle nochmal kurz auf die Sache mit Bardo eingehen. So dumm fand ich den Gedanken von ihm jetzt gar nicht. Also dieses, ich pfeife quasi gesehen auf das, toll, jetzt gehen die Lichter auch noch aus. Bum, wum. Jetzt gehen die Lichter alle aus. Oh Gott. So. Bewege die Wi-Fi-Bedienung großzügiger. Okay, warum habe ich jetzt gerade so ein Problem damit? Ich weiß es nicht genau. Mich stört auch die ganze Zeit die Schlaufe. Ich muss die Schlaufe jetzt mal tatsächlich um mein Handgelenk drum machen, damit die nicht so dämlich in der Gegend herum. So, herumbaumelt. Okay, und dann A-Knopf gedrückt halten. So, und jetzt. Und. Na, nja. Nja, nja. Nja, nja. Nja, nja. Hm. Ist das jetzt irgendeine bekannte Zelda-Melodie? Ich weiß nicht. Ich find's toll, dass ich das jetzt gerade, aus welchen Gründen auch immer, hinbekomme. Wow, okay. Ja, mit ein bisschen Konzentration geht alles. Aber wow, irgendwie, ich finde die Steuerung, die Idee der Lyra ist cool. Wirklich. Aber ich glaube, das könnte jetzt im weiteren Spielverlauf noch für kleinere Probleme sorgen. Beziehungsweise für mehr solche Momente tatsächlich, wo ich ein bisschen länger brauche. Aber normalerweise, man sagt mir normalerweise nach, ich hätte ein gutes Rhythmusgefühl, wirklich. Aber das jetzt mit, so weiß ich nicht, hat überhaupt nicht gestimmt, gepasst. Keine Ahnung. Du hast die Hymne der Göttin erlernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralten Zeiten. Aha. Cool. Und du? Man weiß es noch nicht. Irgendwelche Sachen, die sich irgendwie bewegen. Was für ein großer Klotz ist das? Die Lyra, die du da hast, das ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken, ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art, die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Alles andere wäre auch doof. Hering, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Hm. Okay, oder auch nicht. Bitte was? Girahim, lass mich raten. Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde, aber dass das Siegel so schnell nachgibt. Wir reden später, Hering. Du musst schnell nach draußen, auf den Grund des Siegelhains. Ach so. Okay. Bom, bom. Dramatische Musik. Dab, dab, dab. Die Zeit für weitere Erklärungen wird noch kommen. Verlasse nun den Tempel. Ja. Verlasse ihn nun. Okay, alles klar. Ja, ja, ja. Kann ich irgendwas hier machen? Nee, ich kann's nicht mal. Ich kann nicht mal die Wand hochkraxeln. Schade. Hm, ja, seltsamer Zeitstein. Hm. Interessantes Symbol. Na gut, okay. Raus und. Das ist bestimmt Girahim, oder? Irgendwas. Der plant doch jetzt irgendwas Böses. Ich hoffe, Bardo geht's gut. Irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Cutscene, die hat irgendwie mein Herz für Bardo erwärmt. Also, ich kann.
Ich finde es toll, dass sie das wirklich reingebracht haben, so wie ich es mir gewünscht hatte, weil das macht den ganzen Charakter ein bisschen glaubhafter und einfach, es passt so wunderbar rein. Was ist das? Die Erde, sie bebt? Ich hoffe, er sagt das, aber egal. Ah, ein Erdbeben? Okay, es war eine Memme, aber mein Gott. Hering, schnell zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wann das Böse erwacht? Du musst dich beeilen. Okay, du musst dich beeilen. Du musst dich beeilen, du musst dich beeilen, du musst dich beeilen. Wahohohoi! Boing. Runter geht's schnell. Wahohohoi! Und zack. Und. Wahohohoi! Und da war doch schon vorn irgendwie. Also, als wir das erste Mal hier waren, da war doch schon irgendwas Komisches mit diesem Stein. Was ist das? Der Eingang zur Hölle. Oh nein! Das Vieh aus meinem Traum. Bitte nicht. Ayagabuwawa. Der Verbannte. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du hast nur zwei große Füße und keine Arme. Er hat das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt musst du erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Darf den Tempel nicht erreichen. Darf den Tempel nicht erreichen. Ja, darf den Tempel nicht erreichen. Und wie mache ich das jetzt? Ich fühle mich so ein ganz klein bisschen klein und einsam und allein. Was macht man denn hier? Keine Ahnung. Schleuder. Feuer. Pui, pui, kapui, kapui. Ich glaube nicht, dass ihm das so sonderlich kratzt. Kann ich ihn hauen? Ja, ich kann ihn hauen. Oh, ich kann seine Zähne kaputt machen. Ich glaube, das ist ein bisschen unangenehm. Au. Aua, aua, aua. Ich kann mir vorstellen, dass das wehtut. Zack, 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 zack. So. Ah, du kommst nicht hoch. Du kommst nicht vorbei. So, wo kann ich ihn noch verletzen? Hinten, oder? Sein Schwanz, das sieht er. Achso, nee, nicht sein Schwanz. Aber er hat hier hinten noch so Krallen, wenn wir es mal krallen oder irgendwie sowas. Kula. Boom. War's das? Oder. Nee, irgendwas? Hä? Oder? Kille, 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 kille. Nee, irgendwie ja nicht. Seltsam. Hallo? Wo kann ich denn dich? Kann ich dich überhaupt? Soll ich dich treffen? Ah ja, ich soll dich treffen. Oh, bitte was? Ah. Bam, bam, bam. Auf die kommende Statue hauen und. Er steht wieder auf und er macht nochmal weiter? Nee, jetzt kippt er zur anderen Seite um. Halt! Was? Nee, 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 nee. Ja, ja. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee, mein Süßer. Jetzt machen auch diese ganzen Dinge auf einmal Sinn. Das ist der Wahnsinn. So, okay. Jetzt habe ich ihn wenigstens wieder überholt. Seine komische Statue bekommt wieder rausgeschoben. Ich muss bestimmt dreimal machen oder irgendwie sowas. Na, ja, genau. Und ihm wachsen wieder kleine süße Zehennägel nach. Ja, ja. Kleine süße Knubspfoten hat er. Er hat kleine süße Knubspfoten, mit denen er mich mal einfach so platt machen kann, wenn er Lust hat. Und er hat ganz oft Lust. Scheinbar. So scheint es mir. Er mag mich nicht. Das finde ich seltsam. Alle Welt mag doch den Hering. Das ist doch normalerweise so. Nee, auch mal zum Balu. Also wie gesagt, ich finde es cool, dass sie das reingebracht haben. Es ist genauso, es ist mehr oder weniger perfekt gewesen. Allein die Zwischensequenz, wie Bardo und Hering / Link sich halt unterhalten haben. Und weiß ich nicht, wie Bardo erstmal das begreifen musste mit dem Erdenreich und so weiter. Ich fand das wirklich, das war eine sehr schöne Zwischensequenz. Und das hat mir richtig erstaunlich gut gefallen. Ja, also davon wirklich bitte mehr. Und ich finde es schade tatsächlich, dass sie dieses Potenzial von Bardo jetzt einfach so ein ganz klein bisschen verschenken. Weil das, was er eben gesagt hatte, allein, ich hatte es kurz angesprochen, dieses von wegen, ich pfeife auf mein Schicksal, ich nehme das Ganze jetzt selber in die Hand und verdammt nochmal, ich rette jetzt einfach Zelda. Was bitteschön ist daran verkehrt? Und mein Gott, wenn er jetzt im Spiel nicht so wie eine verdammte Lusche dargestellt werden würde, ich würde es ihm glatt gönnen, dass er Zelda bekommen würde und nicht Link. Also, so von der reinen Logik her. Kann man das nachvollziehen? Vielleicht. Also mir geht's zumindest so. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, als ihr die Szene so gespielt habt. Oder als ihr, weiß ich nicht, ja, das war sehr schlau. Oder als ihr das Video jetzt eben gesehen habt. Könnt ihr natürlich auch gerne nochmal schreiben. Also, ach Mann, ja.
Oh, oh, das geht jetzt nicht gut aus, weil... Ich muss auf diese scheiß Schockwellen achten. Ja, genau. Oh. So, Moment. Erstmal richtig hinstellen. Zack. Und dann kann ich so machen. Und dann kann ich so machen. Und dann kann ich zumindest das hier zu klopfen. Okay. Jetzt ist ein bisschen langsamer. Das ist gut. Ja, jetzt macht er nur einmal so. Und dann kann ich hier schön flockig draufhauen. Gut, alles klar. Jetzt kullert er wieder ein bisschen rum. Die dumm. Oh, seltsames Viech. Ist auch total abnormales Design. Man würde überhaupt nicht vermuten wollen, dass das so irgendwie ins Zelda-Universum passt. Weil ich finde irgendwie, es hat so... Weiß ich nicht, was... Was so richtig böses, monsterhaftes. Nicht wirklich gut durchdacht, nicht wirklich schön designt, aber so richtig schön böse. Man merkt es diesem Wesen einfach an, dass es nur, dass es dafür geschaffen wurde, jetzt wirklich für Ärger zu sorgen, um Chaos zu stiften und so ein Kram. Also, das merkt man diesem Vieh an. Und das finde ich echt cool. So. Ich habe es jedenfalls besiegt. Wen wundert's? Ich bin sehr froh, dass ich vorhin weitergemacht habe, also dass ich nicht einfach aufgehört habe. So, und nun? Überall schwarze Flecken. Lass mich raten, das setzt sich jetzt alles wieder zusammen. Nee, es wird alles wieder verbannt oder so. Genau, und dann wird das die komische Statue oder was auch immer, die Säule, dort hat wieder reingesteckt. Los, Hering, lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein, schnell! Ja, sonst kommt's wieder, oder was? Lenke, ja, Himmels... Himmels, blub. So. Jop. Ja. Lass mich erstmal hier runter. So, zack. Aufladen. Und Feuer. Zack. Und versiegeln. Nehme ich mal an. Yeah. Achso, oh. Zack. 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 Das ist cool. Yeah. Auch nur, dass man die Bewegung so richtig schön nachmachen muss und so. Oh, ich liebe sowas. Es ist wirklich herrlich. Oh, jetzt hat mich das Spiel gerade mal wieder so richtig. Also, das ist... Bam. Wirklich extrem cool inszeniert. Ich kann es nicht anders sagen. Es fühlt sich so richtig an, als hätte ich persönlich jetzt, ich in meiner eigenen kleinen, bescheidenen Welt, also ob ich jetzt diesen Bannkreis quasi gesehen erschaffen hätte. Und das ist echt der Wahnsinn. Sehr gut, Hering. Was? Wie? Wer? Werden jetzt noch? Achso. Sehr gut, Hering. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in seinem Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Immer wieder? Okay. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Hering, es gibt viel zu bereden. Ja. Komm, wir gehen jetzt langsam wieder hoch und so. Kann ein bisschen länger dauern bei meinem Tempo, aber egal. Ja, toll. Wow. Und das finde ich auf eine gewisse Art und Weise echt traurig. Hallo? Was macht ihr mit meinem Bardo? Der hat momentan wirklich vollkommen meine Sympathie. Das ist der Wahnsinn. Aber okay. Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Okay. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Aha. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Firone, der Vulkan Eldin, die Wüste Ranel. Du musst die an diesen Orten verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Okay. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mache dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen.
Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Liedes kennt. Okay. Sei das Vater? Maybe? Ja. Wie ist? Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Mäh. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ui. Okay. Jetzt ist er im Erdenreich unterwegs, ja? Geh nun, Hering. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Das könnte alles noch extrem cool und episch werden. Aber ich bin ja mal gespannt. Fei? Die Hymne der Göttin. Ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%. Bitte was? Okay. Also doch Zeldas Vater. Wenn dein Schwert die drei heiligen Flammen in sich aufgenommen hat, kannst du das Zeitportal öffnen. Die Hymne der Göttin, die in deiner Heimat Wolkenhort überliefert wird, birgt Hinweise auf die drei Flammen. Okay, alles klar. Dann müssen wir ja jetzt nur noch... Halt, Moment. Ne, wir können doch direkt hier wieder hoch, oder? Mit dieser Vogelstatue? Zurück... Ne, wieso... wo kann ich denn jetzt am schnellsten? Entweder so oder so. Das ist fast egal. Ich glaube, das ist fast derselbe Weg. Na gut, egal. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt in Wolkenhort zurück und speichern dann einfach mal ab. Und ich freue mich dann total auf das restliche Wochenende, wenn ich jetzt dann vielleicht noch ein bisschen Zelda spielen kann. Das könnte wirklich extrem cool werden. Ach, hatte Gorone vielleicht jetzt irgendwas Neues zu sagen? Ha! Jetzt weiß ich endlich, was es damit auf sich hat. Ach so? Hier gibt es sehr viele Falter, die auf schöne Klänge reagieren. Hier muss etwas sein. Ich bin mir da ganz sicher. Leider verstehe ich selbst überhaupt nichts von Musik. Und dabei bräuchte ich jetzt wirklich ein paar schöne Klänge. Okay. Na gut, probieren wir es aus. So. Lyra. Spielen. Aber das Problem ist, mir würde jetzt gar nichts angezeigt. Oder ist das an der Stelle egal? Bitte was? Boing, oing. Sieh an, das muss eine der sprechenden... Achso. Sieh an, das muss eine der sprechenden Statuen sein, von denen die alten Schriften berichten. Hat was hinterlassen. Du hast einen Schmuckschädel erhalten. Diese Nachbildung... Ach so. Moment, aber die Dinger, das ist jetzt ein reiner... die geben mir nur Tipps, ne? Also genauso wie da oben. Wir Mythensteine ziehen Schmetterlinge magisch an. Ertönt dort, wo Schmetterlinge fliegen, eine wundervolle Melodie, dann... Boing, oing. Boing, oing. Okay. Wir Mythensteine, ertönt dort. Dann boing oing. Ach so, und mehr macht ihr nicht, oder was? Schnupp, schnupp. Schnupp, 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 schnupp. Das ist ein cooler Punching Ball. Nee, aber es ist tatsächlich so, wie es in alten Schriften beschrieben wird. Sie sprechen wirklich. Damit bin ich mit dem Rätsel der sprechenden Statuen ein gutes Stück weitergekommen. Nun fehlen nur noch die Wände der Göttin. Die sollten doch irgendwo hier in der Gegend zu finden sein. Ja, irgendwo. Gucken wir uns vielleicht bei Zeit mal an. So. Tempel des Siegels, Hintereingang, ins Wolkenmeer reisen. Ja, total ins Wolkenmeer zurück. Ich bin sowas von geflasht. Das ist cool. Wenn Spiele das tatsächlich schaffen. Also wo ich mir denke, wow, das war mal ein cooler Einfall. Und wow, da haben die Entwickler das Storytelling mal so richtig gut hinbekommen. Und wow, das macht echt Spaß. Ja, das finde ich gut. Wie findet ihr das? Also, kann ja auch sein, dass manche von euch sagen, nee, ist zu klischeehaft oder so. Und ein bisschen, Nintendo arbeitet zu sehr mit Stereotypen und derlei Kram. Ja, weiß ich nicht. Kann vielleicht auf eine gewisse andere Art und Weise auch sein. Aber, ich weiß nicht. Irgendwie, also, ich find's gut. Ja, ich find's echt gut bis hierhin. So, Paraschall. Eigentlich wollte ich spaßeshalber auf dem Turm landen. Nur um zu gucken. Weil jetzt weiß ich ja, wie ich die Lyra aktivieren kann.
nämlich mit digitalen Steuerkreuz nach oben drücken. Zack, zack, zack. So ein bisschen hochspringen. Tralalala. Und vielleicht kann ich dann ja sowas machen. Spielen. Aber das ist eben die Frage. Dadurch, dass keine Lichtkreise vorgegeben werden, ich habe doch keine Ahnung, um was für einen Rhythmus ich hier irgendeine Melodie spielen muss. Sofern ich überhaupt irgendeine Melodie spielen muss. Man kann Instrumente, glaube ich, auch misshandeln, ja. Gut, aber ich hoffe, bei wichtigen Sequenzen wird mir immer so eine, also dieses Lichtdingens einfach angezeigt, weil ansonsten ist es doof. Hi, was machst du hier unten? Hallo Hering, danke für den Ausdauertrank neulich. Dank dir konnte ich noch ganz viele Liegestütze extra machen und jetzt läuft alles schon viel besser. Ich schwöre dir, irgendwann werde ich bestimmt auch so stark wie du, Hering. Ja, cool. Und das war jetzt alles? Ich trainiere jede Nacht, um so stark zu werden wie du. Okay, das war alles. Na gut. Und mit diesen netten Worten von Gruß beenden wir jetzt also an dieser Stelle The Legend of Zelda Skyward Sword für diesen Moment, für diesen Tag, für heute. Möchtest du wirklich beenden? Ja. Aber ich glaube, also zumindest morgen werde ich bestimmt noch spielen. Ja, also ich brauche das. Ich muss so ein bisschen wissen, so ein bisschen wenigstens wissen, wie es weitergeht. Und was für... Halt, Moment, was habe ich da eingesammelt? Neben der Lyra ist doch jetzt was Neues erschienen. Was ist denn das? Ein seltsames... Hä? Das kann ich jetzt nicht so wirklich zuordnen. Weil mir wurde doch gar nicht gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt das und das bekommen. Was habe ich denn da jetzt gesammelt? Seltsam. Jedenfalls die drei Symbole neben dem Schwert, das kann ich jetzt zuordnen. Und wahrscheinlich werden das auch nochmal drei Dungeons sein, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Macht mehr Sinn, als wenn die Dinger rechts irgendwie welche Dungeons wären. Also von daher, nee, das wird schon, ja, gut. Aber stellen wir nicht länger Mutmaßungen an. Ich werde es mit der Zeit hier sowieso nach und nach mitbekommen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn ich hier ganz fleißig mit The Legend of Zelda Skyward Sword weitermache und mannigfaltige Abenteuer erlebe. Es wird so toll werden. Und es macht echt Spaß. Und ich freue mich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Das wäre zumindest ganz toll. So, für den Moment soll es das aber gewesen sein. Ich sag dann jetzt einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.